Es ist noch nicht lange her, da konnte aus guten Gründen vermutet werden, dass die Gedächtniszeit des Holocaust eher zu- als abnehme. In den ersten beiden Nachkriegsjahrzehnten war der Vernichtung der europäischen Juden nur wenig Aufmerksamkeit entgegengebracht worden. Seit den späten 70er Jahren rückte sie jedoch langsam ins Zentrum der öffentlichen Erinnerung an den Nationalsozialismus. Auch die Deutung des Massenmordes veränderte sich. Hatte sich im unmittelbaren Kontext des Ereignisses eine zaghafte Erkenntnis von den Dimensionen der Tat herausgebildet, verschwand sie mit dem Aufziehen des Kalten Krieges bereits wieder. Das Verbrechen, für das es am Anfang noch nicht einmal einen Namen gab, Winston Churchill sprach deshalb von einem Crime without a name, von einer Tat ohne Namen oder einem Verbrechen ohne Namen. Dieses Verbrechen also, für das es anfangs noch nicht einmal einen Namen gab, wurde von den Leichenbergen des Frontgeschehens, der Partisanenkämpfe und des Krieges gegen die Zivilbevölkerung überdeckt. Aber auch der in den 50er und 60er Jahren befürchtete Atomkrieg der Supermächte, der buchstäblich die gesamte Menschheit zu vernichten drohte, trug dazu bei, dass der Blick für die Besonderheiten des Holocaust unscharf wurde. Darüber hinaus passte die Vernichtung der europäischen Juden auch nicht mit dem Fortschrittsoptimismus dieser Zeit zusammen. Er, der Fortschrittsoptimismus, begleitete die atomaren Untergangsängste über die gesamten 50er und 60er Jahre hinweg wie ein Schatten. Geschichtsoptimismus stand neben Katastrophenbewusstsein. Erst als der Kalte Krieg in den 70er Jahren in seine große Entspannungsphase trat und die Nachkriegskonjunktur endete, begannen größere Reflexionsprozesse. In hart geführten Deutungskämpfen, von denen der Historikerstreit der alten Bundesrepublik 1986-87 der bekannteste war, setzte sich auf breiterer Ebene eine Erkenntnis von der Spezifik der Vernichtung der europäischen Juden durch. So liegt die Besonderheit des Holocaust weniger, wie es oft erklärt wird, in der Anzahl der Ermordeten oder in der industriellen Art des Tötens. Die Zahl der ermordeten nichtjüdischen Sowjetbürger übersteigt die der ermordeten Juden bei weitem. Die Mehrheit der polnischen, baltischen und sowjetischen Juden wurde gerade nicht durch Kohlenmonoxid aus Gaswagen oder durch Zyklon B erstickt, sondern am Rand von Gruben und Gräben erschossen. Die Spezifik des Holocaust liegt in etwas anderem. Die großen Verbrechen, mit denen die Menschheit bis dahin konfrontiert wurde, waren durchweg Ausdruck jener instrumentellen Vernunft, die Mensch und Natur ausschließlich unter dem Aspekt der Nützlichkeit betrachtet und die dementsprechend gelegentlich selbst bereits ins Irrationale umschlug. Selbst die schrecklichsten Massaker der Kolonialfeldzüge und die Blutpumpe des Ersten Weltkrieges standen noch in einem gewissen Restzusammenhang mit dem Streben nach Macht, Einfluss, Absatzmärkten, Prestigezuwachs oder, nicht zu unterschätzen, Lustgewinn. Anders der Holocaust. Das System der nationalsozialistischen Konzentrationslager, das Vorgehen an den Erschießungsgruben und die Ghettoisierung der Juden ließen zweifellos einen ihnen enormen Sadismus zu. Dennoch war dieser Sadismus, die ganz unmittelbare Freude am Quälen, nicht das Grundprinzip des Holocaust. Die Erlaubnis, sich auch körperlich an den Juden auslassen zu dürfen, konnte jederzeit zurückgenommen werden. So berichtet etwa Raoul Hilberg davon, dass baltische Hilfswillige in den ersten Wochen der deutschen Besatzung Lettlands, Estlands und Litauens so brutal gegen die einheimischen Juden vorgingen, dass der deutsche Generalstab den Befehl gab, die ausufernden eigenmächtigen Verhaftungen und Erschießungen sofort einzustellen. Aber nicht nur in unmittelbar triebökonomischer, sondern auch in betriebswirtschaftlicher Hinsicht war die Vernichtung der Juden ein Zuschussgeschäft. Die Arisierung, der Raub und die Sklavenarbeit, auf die einige Historiker geradezu obsessiv verweisen, deckten kaum die Kosten der Lager, sie deckten kaum die Kosten des logistischen Aufwandes, mit dem Juden aus allen Teilen Europas an die Vernichtungsstätten gekarrt wurden. Der Großteil der Ermordeten kam aus ärmlichsten Verhältnissen, nur der kleinste Teil der Juden wurde zum Arbeiten gezwungen. Die absolute Mehrheit der arbeitsfähigen Männer, Frauen, Kinder wurde gerade nicht in die Fabriken der IG Farben oder die Hermann-Göring-Werke gebracht, sondern sofort ermordet. Der Vernichtungsdrang ging bis zur Ausschaltung des Selbsterhaltungstriebs der Täter. In zahllosen Rüstungsbetrieben wurden jüdische Experten, die unersetzlich für die Kriegsproduktion waren,
von der Werkbank weg verhaftet und in die Todeslager gebracht. Die Züge, mit denen Juden vom Nordkap aus Italien, Frankreich, Belgien und von den entlegensten griechischen Inseln nach Auschwitz transportiert wurden, teilweise noch kurz vor Kriegsende, fehlten der Wehrmacht für ihren Nachschub. So nahmen die Deutschen den eigenen Untergang mehr als billigend in Kauf. Die Vernichtung der Juden hatte gegenüber dem Kriegsgewinn absolute Priorität. Damit kamen auch die Opfer in eine völlig ausweglose Situation. Waren sie einmal im Ghetto, konnte der Tod durch keine Handlung mehr abgewehrt werden, weder durch freundliches noch durch unterwürfiges oder rebellisches Verhalten. Wer sich für den Ghettoaufstand entschied, unterzeichnete damit genauso sein Todesurteil wie die Judenräte, die hofften, sich durch Kooperation unentbehrlich zu machen und damit zu Agenten der eigenen Vernichtung wurden. Diese unterschiedslose Abschlachtung von Frauen, Männern, Kindern, egal ob renitent oder kooperationswillig, arbeitsfähig oder greise, kriegswichtig oder nicht, dementiert, mit anderen Worten, die Vorstellung ökonomischer und psychischer Rationalität, von der die gesamte aufgeklärte Welt geprägt war. Zugleich wurde mit Auschwitz jedoch noch etwas anderes zerstört. Mit Auschwitz zerbrach eine Gewissheit, die zwar stets ebenso prekär wie ideologisch war, aber trotzdem zur mentalen Grundausstattung der Menschheit gehörte. War den Gattungsgenossen auch fast jede Untat zuzutrauen, konnte bis zum Holocaust zumindest davon ausgegangen werden, dass sie, wenn sie sich nicht gerade im Wahnschub oder im Rausch befanden, wenigstens dem eigenen Selbsterhaltungstrieb gehorchen würden. Da sich die Deutschen strikt weigerten, die Transporte in die Vernichtungslager abzubrechen und die dafür notwendigen logistischen Mittel dem Kampf gegen die Alliierten zukommen zu lassen oder die Juden zu repatriieren und in die Wehrmacht oder in die SS einzuziehen, so wie es bei einem Teil der deutschen Sinti getan wurde, ist diese Annahme seit Auschwitz nicht mehr möglich. In den Debatten der 80er und 90er Jahre, der beiden großen Zeitalter der Auseinandersetzung mit dem Holocaust, in diesen Debatten wurden sicherlich nicht all diese Dimensionen der Tat, die ich gerade angerissen habe, gleichermaßen ausgeleuchtet. Allein die damalige Präsenz des Holocaust in der Öffentlichkeit legt jedoch zumindest nahe, dass eine bestimmte Ahnung von seiner Besonderheit gab. Die Vernichtung der europäischen Juden wurde zeitweise als Kern des europäischen Gedächtnisses betrachtet. Kritische Beobachter sprachen angesichts der zahlreichen Publikationen, Gedenkinitiativen, Erinnerungsrituale von einer Gedenkepidemie oder einer Obsession der Vergangenheit. Diese Zeit scheint inzwischen vorbei zu sein. Dafür spricht zum einen der Geländegewinn des rechten Randes, zum anderen, ein Beispiel von vielen, die Leichtigkeit, mit der selbst im seriösen Feuilleton darüber sinniert wird, ob die amerikanischen Detention Camps, die Flüchtlingslager an der Grenze zu Mexiko, nicht doch den Konzentrationslager der Nazis ähneln. Fast scheint es so, als würden die größten Herausforderungen für die Erinnerung an den Holocaust in Zukunft weniger von rechts kommen als von links. Denn während die rechtskonservativen Versuche, die Präzedenzlosigkeit des Holocaust in Frage zu stellen, völlig zu Recht für große Empörung sorgen, sind die linken Versuche oft ein akzeptierter Bestandteil der Debattenkultur. Werden sie von links formuliert, gehören sie längst zum Bereich des Sagbaren, des Diskussionswürdigen, zum Teil sogar des Interessanten. Das gilt insbesondere, wenn sie im Namen des Postkolonialismus und eines zur Ideologie erstarrten Antirassismus formuliert werden. So war auch der Auslöser der Feuilleton-Debatte über die Vergleichbarkeit der ganz zweifellos schrecklichen amerikanischen Detention Camps und der deutschen Konzentrationslager eine antirassistisch motivierte Videobotschaft der amerikanischen Kongressabgeordneten Alexandria Ocasio-Cortez. Ich habe sie vorhin erwähnt. Ich zitiere Cortez: Die Regierung hat an der südlichen Grenze der Vereinigten Staaten Konzentrationslager für Immigranten errichtet, wo sie brutal behandelt werden durch unmenschliche Bedingungen und durch Tod, so Alexandria Ocasio-Cortez im Juni 2019. Als sich das United States Holocaust Memorial Museum daraufhin dagegen aussprach, Analogien zwischen dem Holocaust und anderen historischen und zeitgenössischen Ereignissen zu ziehen,
wurde es von hunderten Wissenschaftlern vehement kritisiert. Sie kam, auch das habe ich bereits erwähnt, in der Regel aus dem linken und linksliberalen Lager. In einem offenen Brief wurde skurrilerweise behauptet, dass nicht die Bildung, sondern die Ablehnung solcher Analogien grundlegend ahistorisch sei. Das, und ich zitiere, das Aufzeigen von Gemeinsamkeiten über Zeit und Raum hinweg ist unerlässlich, um die Öffentlichkeit auf Menschenrechtsverletzungen und Schmerz und Leid aufmerksam zu machen. Das Aufzeigen von Gemeinsamkeiten über Zeit und Raum hinweg ist unerlässlich, um die Öffentlichkeit auf Menschenrechtsverletzungen und Schmerz und Leid aufmerksam zu machen. Zitat Ende. Warum ein Hinweis auf Auschwitz nötig sein soll, um gegen Menschenrechtsverletzungen, Schmerz und Leid vorzugehen, warum also Auschwitz nötig gewesen sein soll, um gegen Unrecht zu protestieren, wurde nicht verraten. Ähnlich wurde auch in der Mbembe-Debatte argumentiert, die ab 2020 in Deutschland geführt wurde. Wo die Vernichtung der europäischen Juden nicht ganz, wie im Kommuniqué einer Initiative großer Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen, unter den Generalverdacht gestellt wurde, die Auseinandersetzung mit anderen Verbrechen zu delegitimieren, wurde der Holocaust zur bloßen Chiffre für alle Arten von Verfolgung, für alle Arten von Diskriminierung. Achille Mbembe hatte schon bei einer Rede in Düsseldorf im Mai 2019 erklärt, dass der Holocaust aufgrund der Weiterexistenz von Lagern andauere. Weil es also weiter Lager gäbe, ist auch der Holocaust noch nicht vorbei. Einige seiner Unterstützer sprachen in einem offenen Brief, der Ende 2020 von rund 1500 Wissenschaftlern und Künstlern unterzeichnet wurde, von einem antijüdischen Rassismus und reduzierten damit den Antisemitismus im Stile der 50er Jahre auf eine Spielart des Rassismus, obwohl beides doch grundlegend verschieden ist. Zugleich signalisierten sie, dass die Fähigkeit schwindet, zwischen Antisemitismus und Rassismus, dem Nationalsozialismus in den Kolonialregimes, dem Holocaust und anderen Verbrechen zu differenzieren. Diese Erosion der Begriffe, diese Erosion des Unterscheidungsvermögens hat weitreichende Folgen, für die exemplarisch Michael Rothbergs Konzept der multidirektionalen Erinnerung steht. Durch seine erinnerungspolitische Zusammenführung, wie er es nennt, des Holocaust und anderer Untaten, verliert die Vernichtung der europäischen Juden ihre historische Dimension. Zugleich werden der räumliche und der zeitliche Kontext, die politischen und die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, vor allem aber Täter und Opfer unkenntlich. Aber auch andere historische Verbrechen verschwinden in jener abstrakten Allgemeinheit, die Hannah Arendt schon in den 60er Jahren in der Auflösung von Auschwitz in der allgemeinen Gewaltgeschichte der Menschheit zu erkennen glaubte. Dasselbe gilt aber auch für die aktuellen Entwicklungen, um deren Kritik es Rothberg und vielen anderen Vertretern des Postkolonialismus doch angeblich geht. Auch der Blick auf diese aktuellen Orte, aktuellen Ereignisse wird verstellt. Denn wo die Vergangenheit nur als Schablone benutzt wird, gehen auch die Besonderheiten der Gegenwart verloren. Es verschwindet alles in einer, wie Hannah Arendt es einmal genannt hat, in einer großen Soße des Allgemeinen, Holocaust und Kolonialverbrechen, Konzentrationslager und Gulag, Coventry und Dresden, Windhoek und Auschwitz. Diese Entwicklung geht mit einer Verschärfung des Tones einher. So wurde einem renommierten deutsch-israelischen Historiker auf dem Höhepunkt der Mbembe-Debatte in einer großen linksliberalen deutschen Tageszeitung zum Beispiel nicht nur eine Sakralisierung des Holocaust vorgeworfen, ein Vorwurf, der mir bis dahin eher aus anderen Kontexten oder aus anderen politischen Kreisen als aus linksliberalen Kreisen bekannt war. Ihm wurde also nicht nur eine Sakralisierung des Holocaust vorgeworfen, sondern ihm durfte zugleich ausgerechnet Chuzpe unterstellt werden, weil er die postkolonialen Debatten angeblich unbeachtet gelassen und, Zitat, die eigene eurozentrische Sprecherposition nicht reflektiert habe. Der kritische Kommentar eines Fachkollegen wurde von der Zeitung nicht zugelassen, weder in Form einer Erwiderung noch als Leserbrief. Angesichts des Gegenstandes der Auseinandersetzungen hatte der Journalist Thierry Chavel deshalb sicher nicht ganz Unrecht, als er die Mbembe-Debatte als einen Historikerstreit mit umgekehrten Vorzeichen bezeichnete. Als der Historiker Ernst Nolte 1986 versuchte, den Holocaust mit dem Gulag gleichzusetzen und ihn damit zu relativieren,
veränderte sich, wie Chavelle zuspitzte, auch die Linke. Die Linke wurde von einer Kraft, die den Holocaust ebenfalls lange Zeit mit anderen Verbrechen gleichgesetzt hatte, zur, wie Chavelle das nennt, zur Partei der Singularität. In der Mbembe-Debatte standen nennenswerte Teile der Linken, der im weitesten Sinne Linken, jedoch wieder auf der Seite der Relativierung. Der Konsens innerhalb des zeitweise wohl zentralen politischen Trägermilieus der Erinnerung an den Holocaust, ein Konsens, der, und darauf lege ich großen Wert, der ohne Zweifel stets prekär war, dieser Konsens hat sich aufgelöst. Der Historikerstreit der 80er Jahre war ein Streit um das Selbstverständnis der alten Bundesrepublik. Die sogenannte Causa Mbembe war eine der ersten Debatten um die vergangenheitspolitische Ausrichtung Deutschlands im Zeitalter der Globalisierung. Weitere Diskussionen dieser Art sind gefolgt. Weitere Diskussionen dieser Art werden folgen. Vor allem die breite Unterstützung, die solche Vorstöße auch von bisher unerwarteter Seite erhalten, vor allem aber der öffentliche Raum, der ihnen zur Verfügung gestellt wird, lassen jedenfalls befürchten, dass die Erinnerungszeit des Holocaust im Vergehen begriffen ist. Dafür spricht auch die Debatte um die Documenta, die einen ganz eigenartigen Einschlag hat. Dafür spricht auch die Unfähigkeit von Olaf Scholz, den Worten der Holocaust-Relativierung von Mahmoud Abbas gleich im unmittelbaren Kontext, entgegenzutreten. Er schafft es erst nach einiger Zeit, nach Empörung und Ähnlichem. Das alles spricht dafür, dass die Erinnerungszeit des Holocaust längst im Vergehen begriffen ist. Wenn es ein einzelnes Ereignis gewesen wäre, könnte man das als Zufall abtun, als Kontingenz und so weiter. Aber die Massivität der Ereignisse, mit denen wir spätestens seit 2019 konfrontiert sind, liegen nahe, dass diese Zeit, die in den 80er und 90er Jahren, wie ich es vorhin erwähnt habe, ihren Höhepunkt gefunden hatte, dass diese Zeit im Vergehen begriffen ist. Doch welche Gründe hat diese Entwicklung? Wie ist der Vormarsch des Postkolonialismus zu verstehen, in dessen Namen zahlreiche Anwürfe gegen die Präzedenzlosigkeit des Holocaust, ein Begriff, den ich im Übrigen für besser erachte, für treffender halte, als den Begriff der Singularität. Darüber können wir nachher gegebenenfalls noch diskutieren. Wie ist also der Vormarsch des Postkolonialismus zu verstehen, in dessen Namen zahlreiche Anwürfe gegen die Präzedenzlosigkeit des Holocaust formuliert werden? Der Aufstieg des Postkolonialismus geht nicht zuletzt auf das ökonomische oder das zunehmende ökonomische Gewicht des globalen Südens zurück. In den 50er Jahren befand sich unter den 5 wirtschaftsstärksten Mächten der Erde nur ein Land, das außerhalb Europas und Nordamerikas liegt, nämlich China. Inzwischen hat sich das Bild vollkommen verändert. Mit China, Japan und Indien waren 2019 gleich 3 asiatische Staaten unter den Top 5 der Weltökonomie. Einige Wirtschaftswissenschaftler sprechen längst von einem ökonomischen Niedergang des Westens. Andere prognostizieren, dass Europa, das einzige Zentrum der Weltwirtschaft und des Kolonialismus, 2050 nur noch mit einem Staat, mit Deutschland nämlich, unter den 10 größten Industrienationen der Erde vertreten sein wird. Zurzeit sind es 4. Der Postkolonialismus ist insofern nicht nur die Stimme der Subalternen und Marginalisierten, wie es oft behauptet wird, sondern auch Ausdruck des Selbstbewusstseins der nicht-westlichen Welt, das aus gerade diesem wirtschaftlichen Aufstieg resultiert. Diese Entwicklung erinnert in gewisser Weise an das von Alexis de Tocqueville benannte Paradox, dass gesellschaftliche Ungleichheit weniger zum Zeitpunkt ihrer stärksten Ausprägung für besonders große Empörung sorgt, sondern vor allem während ihres Rückganges. Ähnlich wie die traditionelle europäische Geschichtswissenschaft des 19. Jahrhunderts übernimmt der Postkolonialismus darüber hinaus nicht zuletzt die Funktion einer ideologischen Selbstvergewisserung. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Mit seiner Hilfe, mit Hilfe des Postkolonialismus, werden die Katastrophen der Vergangenheit aufgearbeitet, Ansprüche für die Zukunft historisch legitimiert und einige der negativen Entwicklungen der Gegenwart gerechtfertigt, indem sie, wie zum Beispiel Axel Caboo oder George Aité regelmäßig erklären, indem sie auf die Folgen des Kolonialismus reduziert werden. Jenseits aller vollkommen berechtigten Kritik des Kolonialismus und seiner Nachwirkungen sind die Postcolonial Studies damit auch eines der ideologischen Begleitinstrumente des Konkurrenzkampfes auf dem Weltmarkt.
Vor allem aber, wesentlich bedeutender, ist der Postkolonialismus Ausdruck einer Entwicklung, die auch dazu beitrug, dass dem Holocaust seit den späten 70er Jahren eine größere Aufmerksamkeit entgegengebracht wurde. Das heißt, der Aufstieg des Holocaust, die Bewegung des Holocaust aus den Vororten der Erinnerung an den Nationalsozialismus ins Zentrum beginnt etwa zur selben Zeit und hat ähnliche Ursachen am Beginn wie der Aufstieg, der langsame Aufstieg des Postkolonialismus. Denn betrachtet man weniger Franz Fanons antikoloniale Kampfschrift Die Verdammten dieser Erde von 1961 als Edward Saids Buch Orientalismus von 1978 als Ursprungstext der Postcolonial Studies, dann begann ihre Erfolgsgeschichte etwa zur selben Zeit, in der sich die Vernichtung der europäischen Juden aus den Vororten der Erinnerung an den Nationalsozialismus langsam in ihr Zentrum bewegte. Dieser Prozess, dieser doppelte Prozess, möchte man sagen, dieser doppelte Prozess steht zweifellos im Zusammenhang mit jener Ablösung der großen Erzählungen durch ein Patchwork der Minderheiten, von der Jean-François Lyotard und andere Poststrukturalisten sprechen. Mit dem Aufstieg der Identitätspolitik und der Erosion des Universalismus in den frühen 70er Jahren, die 70er Jahre sind für diese Entwicklung kaum zu überschätzen, mit dem Aufstieg also der Identitätspolitik, mit der Erosion des Universalismus in dieser Zeit, erhielten gesonderte Gruppeninteressen erstmals größere Aufmerksamkeit. Partikulare Ansprüche wurden stärker artikuliert als in den Jahrzehnten zuvor. Die Mobilisierung der jeweiligen Gruppeninteressen, die zumeist über Herkunft, Ethnos, Geschlecht, sexuelle Orientierung vermittelt wurde, die Mobilisierung dieser Gruppeninteressen erfolgte in der Regel allerdings anders als nach dem Muster der Nationalstaatsbildung des 19. Jahrhunderts. Soll heißen, es funktioniert nicht mehr wie im 19. Jahrhundert und in der Nationalstaatsbildung über heroische Ursprungsereignisse, Schlacht im Teutoburger Wald, Karl der Große und so weiter und so fort. Es funktioniert also nicht mehr über die Berufung, über die Bezugnahme auf heroische Ursprungsereignisse, sondern es erfolgt wesentlich stärker als in den Jahrzehnten zuvor über die Erfahrung kollektiver Diskriminierung, von Verfolgung und Ausgrenzung. Selbst einige Nationen scheinen sich seither, seit den 70er Jahren, wesentlich stärker als in den Jahrzehnten zuvor von einer Gründungskatastrophe her zu begreifen. Der Völkermord an den Armeniern 1915 gewinnt erst in dieser Zeit seine richtige Durchschlagskraft, seine zentrale Funktion oder eine der zentralen Funktionen als Berufungspunkt. Die große Hungersnot in Irland 1845 bis 1852, der sogenannte Holodomor in der Ukraine, die Flucht und Vertreibung der Palästinenser, die Vernichtung der Tutsi in Ruanda und so weiter. Waren die Ansprüche auf Wahrnehmung als Opfer bis dahin zumindest ein Teil oder zumeist ein Teil des eigenen Selbstverständnisses, wurden sie nun oft zentral für die vielbemühte Identität der jeweiligen Gruppe. Identität, auch das ein sozialwissenschaftlicher und politischer Modebegriff dieser Zeit der 70er Jahre. Erst in dieser Zeit gewinnt er seine Bedeutung, die er heute noch hat. Zu dieser Entwicklung, die ich gerade kurz umrissen habe, trug sicherlich auch bei, dass sich die gesellschaftliche Bedeutung der Figur des Opfers in dieser Zeit, in den 70er Jahren, veränderte. Eine Entwicklung, die im Begriff des Postheroismus ihren akademischen Ausdruck gefunden hat. So war der schweigsame Held bis in die 70er Jahre hinein sowohl eine kulturelle Ikone als auch ein in die Zukunft gerichtetes Role Model. Dass die Erinnerung an den Nationalsozialismus in den ersten Nachkriegsjahrzehnten vom Kampf an der Front und vom antifaschistischen Widerstand dominiert wurde, und gerade nicht vom Holocaust, geht sicher auch darauf zurück, dass der Kampf, das Martyrium und selbst die Folter dem allgemeinen Empfinden weitaus eher kommensurabel sind als die Vernichtung um der Vernichtung willen. Aber zugleich passte die Figur des Opfers auch nicht mit dem gesellschaftlichen Rollenbild des umsichtigen Helden zusammen, der sein Schicksal ebenso pflichtbewusst wie stoisch in die eigenen Hände nimmt. A man's gotta do what a man's gotta do, erklärte Gary Cooper 1952 ganz exemplarisch in Fred Zinnemans Western High Noon. Diese gesellschaftlichen Rollenmuster, die in Zinnemans A Man's Gotta Do What A Man's Gotta Do eines ihrer Symbole, einen ihrer Ausdrücke gefunden hat, diese gesellschaftlichen Rollenmuster, die den schweigsamen Helden, der hinnimmt, nicht darüber spricht und durchzieht einfach, die das verklären, diese gesellschaftlichen Rollenmuster also, veränderten sich
wie der Psychoanalytiker Christopher Lasch schon früher herausgestellt hat, seit dem Übergang zu den 70er Jahren. Hierfür gibt es viele Gründe. Eine nicht unerhebliche Rolle dürfte jedoch der Transformation der Industrie zur Dienstleistungsgesellschaft zukommen, die in genau dieser Zeit stattfand. In der Managementberatung, wo der Begriff des Postheroismus im Übrigen entstand, wurde schon früh erkannt, dass die traditionellen gesellschaftlichen Rollenbilder den neuen Anforderungen des Marktes nicht mehr gewachsen waren. Aufgrund der veränderten Kundenwünsche, die sich nur noch bedingt mit den standardisierten Gütern der Wirtschaftswunderzeit befriedigen ließen, Auto, Kühlschrank, Couchgarnitur und so weiter, aufgrund der Fragmentierung der Produktion und aufgrund der beschleunigten Zirkulation von Waren und Geld, wurde die Leitung von Unternehmen zu vielschichtig, um sie dem individuellen Entscheidungsmut und der Risikobereitschaft traditioneller Firmenpatriarchen zu überlassen. An die Stelle der einsamen Entscheidung alter Industriekapitäne traten nach und nach kollektive Aushandlungs-, kollektive Abwägungsprozesse. Die heroische Geste von einst wurde, wie der Soziologe Dirk Becker einmal schrieb, die heroische Geste von einst wurde überflüssig, seither wird vor allem postheroisch gearbeitet, das heißt, Zitat Becker, interaktiv, partizipativ, negativ und positiv rückgekoppelt in einem intensiven Austauschprozess innerhalb des Unternehmens selbst. Also nichts mehr mit individuellem Entscheidungsmut, nichts mehr mit Heroismus, sondern Interaktion, Partizipation, negative und positive Rückkopplung, intensive Austauschprozesse und so weiter. An der Spitze des Unternehmens, aber auch im Unternehmen, wie diese Unternehmen auch jeweils aussehen selbst. Mit dieser Veränderung von Produktion und Distribution, von zwei Sphären also, die gesellschaftlich prägend sind, mit dieser Veränderung verschwand die Figur des Heldens sicherlich nicht völlig aus dem öffentlichen Raum. Es gibt sie auch weiterhin als kulturindustrielle Ikone, wenn auch oft, wie es so schön heißt, ironisch gebrochen. Auch das Opfer wurde, um nicht falsch verstanden zu werden, zweifellos nicht zum gesellschaftlichen Leitbild. Aber die doppelte Wendung vom Stoizismus zur Sensibilität und vom Beschweigen zur kathartischen Kommunikation trug mindestens zu einem stärkeren Interesse an Leiterfahrungen und vor allem an der Auswertung und dem Reden über diese Leiterfahrungen bei. Das gesellschaftliche Verhältnis zu Opfern hat sich, wie der Historiker Peter Norwig vor einigen Jahren erklärte, von der Distanznahme und Verachtung zu begeisterter Zuwendung verschoben. Anstatt alles schweigend zu ertragen, legt man alles offen. Im Zuge dieses gesellschaftlichen Wertwandels vom Heroismus zum Postheroismus wurde der Vernichtung der europäischen Juden nun seit den 70er Jahren eine wesentlich größere Aufmerksamkeit entgegengebracht als zuvor. Das Gleiche gilt, und ich habe es vorhin angedeutet, das Gleiche gilt jedoch auch für andere Erfahrungen von Leid, für andere Erfahrungen von Verfolgung, die bis dahin wenig beachtet wurden. Noch bevor der amerikanische Fernsehmehrteiler Holocaust 1978 weltweit eine bis dahin einzigartige Welle der Betroffenheit über die jüdische Katastrophe auslöste, brachte Holocaust-Regisseur Marvin J. Chomsky mit Roots 1977 eine Serie über die Versklavung von Schwarzen auf den Markt. Sie gewann mit 9 Emmy Awards, einem Golden Globe und dem Peabody Award einige der begehrtesten Fernsehpreise der Vereinigten Staaten. Etwa zur selben Zeit wurde erstmals im größeren Rahmen gefordert, auch die Verfolgung und Ermordung der Sinti und Roma im Nationalsozialismus als Genozid zu betrachten. Andere Minoritäten verlangten ebenfalls nach der Anerkennung ihrer Leiterfahrungen. Die Frage ist nun allerdings, warum geht die Forderung, die vollkommen berechtigte Forderung, nach der Anerkennung solcher Leiterfahrungen oft mit der Relativierung des Holocaust einher? Eine Antwort: die Relativierung des Holocaust, die regelmäßig auch von postkolonialer Seite betrieben wird, geht zunächst, einer von vielen Gründen, auf unterschiedliche Erfahrungen während des Zweiten Weltkrieges zurück. Schon für Europa ließ sich der Zweite Weltkrieg nur mit großer Mühe auf das Gegenüber von Faschismus und Antifaschismus reduzieren. Für Asien, Afrika, Lateinamerika war es kaum möglich. Der Krieg der Alliierten gegen die Achsenmächte verband sich mit anderen Konflikten, wurde von diesen Konflikten überlagert oder von diesen Konflikten überformt.
Aufgrund seiner globalen Dimension hatte der Krieg von den Unabhängigkeitsbewegungen in der später sogenannten Dritten Welt gefordert, sich entweder an der Seite der Alliierten oder an der Seite der Achsenmächte zu positionieren. Die Befreiungsbewegungen spalteten sich nicht selten an dieser Frage in unterschiedliche Fraktionen. Bewohner der Kolonien kämpften an fast allen Fronten des Zweiten Weltkrieges mit, auf beiden Seiten. Dennoch war die zentrale Erfahrung vieler Einwohner des sogenannten globalen Südens in dieser Zeit weniger der Krieg als der Kolonialismus. Das beste Beispiel ist Indien, eines der Ursprungsländer der Postcolonial Studies. Auch wenn 2,5 Millionen Inder als Soldaten im Zweiten Weltkrieg kämpften, eine immens große Zahl, 2,5 Millionen, auch wenn also so viele Inder als Soldaten im Zweiten Weltkrieg kämpften, waren andere Erfahrungen als dieser Krieg dominanter. Das gilt vor allem für die bengalische Hungersnot. Sie ging auf die große Dürre von 1943 und die kriegsbedingten Transportschwierigkeiten zurück, aber auch, nicht zu vergessen, auf die Verweigerung größerer Hilfsleistungen durch die britische Regierung. Für das Kriegskabinett unter Winston Churchill hatten die Versorgung des britischen Mutterlandes und die Versorgung der Truppen Priorität. Die Versorgung der Kolonialbevölkerung galt als zweitrangig. In der Folge starben 1,5 bis 4 Millionen Inder, eine Katastrophe, die zu den vielen Ereignissen der Kolonialgeschichte gehört, die inzwischen mit dem Holocaust gleichgesetzt werden. Gegenläufige Existenzerfahrung zieht, wie der Historiker Dan Diener einmal schrieb, gegenläufige Gedächtnisse nach sich. Gegenläufige Existenzerfahrung zieht gegenläufige Gedächtnisse nach sich. Gegenläufige Gedächtnisse, so ließe sich ergänzen, begründen ungleiche Deutungen. Andere Regionen des globalen Südens wurden stärker von der Erfahrung des Zweiten Weltkrieges geprägt als Indien. Dort wurde der Antikolonialismus oft als Weiterführung des antifaschistischen Kampfes begriffen. Vor allem die Atlantikcharta von 1941, in der sich Großbritannien und die Vereinigten Staaten zum Selbstbestimmungsrecht der Völker und zum freien Zutritt aller Staaten zum Weltmarkt und zum Welthandel bekannten, vor allem diese Atlantikcharta hat in den Kolonien die Hoffnung auf Unabhängigkeit nach Kriegsende verstärkt. Wohl auch deshalb ging der Zweite Weltkrieg oder besser vielleicht der antifaschistische Kampf in vielen Gegenden nahtlos in den antikolonialen Kampf über. Am 8. Mai 1945, ein Beispiel von vielen, am 8. Mai 1945 feierten zum Beispiel tausende Demonstranten im nordalgerischen Sétif die bedingungslose Kapitulation des Dritten Reiches und forderten zugleich in Übereinstimmung mit der Atlantikcharta die Unabhängigkeit des Landes und wurden dafür von französischen Truppen massakriert. Mehrere tausend Menschen wurden erschossen. Damit wurde das Fanal geschaffen, auf das sich die Nationale Befreiungsfront Algeriens, der FLN, im Unabhängigkeitskrieg 1954 bis 1962 immer wieder berief. Andere Beispiele für den Übergang des Zweiten Weltkrieges oder für den fast nahtlosen Übergang des Zweiten Weltkrieges in den antikolonialen Kampf sind Vietnam oder die Philippinen. Im September 1945, nur kurz nach der Kapitulation der japanischen Besatzungsmacht, rief Ho Chi Minh die Unabhängigkeit Vietnams aus und musste gegen die alte Kolonialmacht Frankreich kämpfen. Auf den Philippinen setzten Partisanen, die nach dem Abzug der Amerikaner 1942 drei Jahre lang Widerstand gegen die Japaner geleistet hatten, ihren Kampf bis zum 4. Juli 1946 gegen die alte und neue Kolonialmacht, die Vereinigten Staaten von Amerika, fort. Wo Kämpfe fortgesetzt werden, werden oft auch die Begriffsarsenale weitergeführt, aus denen die Kategorien ihre Deutung bezogen werden. Das passiert selbst dann, wenn die Gegner wechseln. So gab sich der Kreis um den Journalisten Francis Chanson, aus dem 1957 eines der bekanntesten antikolonialen Netzwerke in Frankreich hervorging, in Anlehnung an die Widerstandsgruppen gegen die deutsche Besatzung Frankreichs, den Namen Jeune Résistance, junge Résistance. Mohamed Labi Ben Midi, einer der militärischen Führer des algerischen FLN, soll während seiner Folter durch den französischen Geheimdienst im selben Jahr sogar den Chant de Partisan, die Hymne der französischen Résistance, angestimmt haben. Kurz darauf wurde er von französischen Fallschirmjägern ermordet. Ben Midi und den anderen Opfern des Kolonialismus und der Dekolonisierung wurde im Westen lange Zeit nur wenig Aufmerksamkeit entgegengebracht.
als die Vernichtung der europäischen Juden schon einen Platz in der europäischen und nordamerikanischen Erinnerungslandschaft hatte, waren die Kolonialgräuel dort nur bedingt präsent. Frankreich gab erst 2005 zu, dass seine Truppen 1945 instinktiv ein Massaker begangen hatten. Die deutsche Bundesregierung, die wie bei fast allem immer wesentlich länger noch braucht, die deutsche Bundesregierung weigerte sich bis 2015, die Abschlachtung der Herero und Nama durch kaiserliche Truppen in Südwestafrika ab 1904 und 1905 als Völkermord zu bezeichnen. Den trikontinentalen Soldaten des Zweiten Weltkrieges kommt in der europäischen Erinnerung immer noch keine Bedeutung zu. Obwohl die Bewohner der Kolonien beispielsweise eine zentrale Rolle bei der Befreiung Frankreichs spielten, eigentlich müsste man sogar sagen, die Bewohner der Kolonien haben die zentrale Rolle bei der Befreiung Frankreichs gespielt. Ich weiß nicht, ob sich jemand schon mal die Frage gestellt hat, inwiefern die Truppen des freien Frankreichs am Kampf der Alliierten teilnehmen konnten, wo doch Frankreich im südlichen Teil mit Vichy ein Partnerstaat des Dritten Reiches war und der nördliche Teil besetzt war. Wo kamen also die Soldaten her, die Soldaten der Truppen des freien Frankreichs, die unter de Gaulle gegen die Japaner, unter de Gaulle gegen die Deutschen gekämpft haben? Die kamen kaum aus Frankreich selbst. Ich habe gerade gesagt, wie es in Frankreich in der damaligen Zeit aussah, sondern die kamen fast alle aus den Kolonien. Es waren vor allem Leute aus Südostasien, vor allem Leute aus dem Maghreb und aus Zentralafrika oder aus den anderen überseeischen Kolonien, Leute wie Franz Fanon beispielsweise auf Martinique geboren, der sich den Truppen des freien Frankreichs angeschlossen hatte. Diese Leute sind also die zentralen Kräfte, die Frankreich befreien, und die Verdrängung der Kolonialtruppen aus der Erinnerung an den Kampf an den Nationalsozialismus beginnt eigentlich schon 1945. Diese Leute nehmen Paris ein, die anderen Alliierten, die Amerikaner und Briten, lassen den Franzosen Vortritt, damit die französische Hauptstadt von französischen Truppen befreit wird. Das sind vor allem Kolonialsoldaten. Und wenige Tage später soll es zur großen Siegesparade auf der Champs-Élysées kommen. Und an dieser Siegesparade dürfen die Kolonialtruppen nicht teilnehmen. An der Siegesparade nehmen vor allem junge Männer aus dem südlichen und westlichen Frankreich, die sich in den Wochen zuvor den Truppen des Freien Frankreichs angeschlossen haben, teil, damit im Wunsch oder nach dem Wunsch de Gaulle das französische Selbstbewusstsein steigt und die Kolonialtruppen werden zurück in die Kolonien oder in den Süden Frankreichs abkommandiert. Mit anderen Worten, dass die trikontinentalen Soldaten des Zweiten Weltkrieges in der europäischen Erinnerung kaum eine Rolle spielen, beginnt eigentlich schon direkt 1945. Sie fehlen bis heute weitestgehend im offiziellen Gedenken. Das Gefühl der Benachteiligung und der fortgesetzten Diskriminierung, von dem viele Veteranen sprechen, ist insofern nicht ganz unbegründet. Unsere Opfer zählen nicht, heißt es ganz exemplarisch im Titel eines Sammelbandes über die Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg, eines im Übrigen sehr empfehlenswerten Sammelbandes vom Rheinischen Journalistenbüro. Meines Wissens ist das Ganze auch inzwischen im Internet und über die Bundeszentrale für politische Bildung zu bekommen. Ein wirklich hervorragendes Buch, das sowohl die Beteiligung trikontinentaler Soldaten an der Befreiung vom Nationalsozialismus und vom Faschismus thematisiert, als auch, das wird nämlich in diesen Kreisen sonst häufig vergessen, als auch die Kollaboration, die es in diesen Regionen gab. Diese Benachteiligung, die ich gerade versucht habe zu umreißen, diese Benachteiligung bleibt nicht folgenlos. Sie lässt Opferkonkurrenzen entstehen, die weder der historischen Erkenntnis noch der politischen Unterscheidungsfähigkeit zuträglich sind. Rivalitäten tragen bekanntlich nur selten dazu bei, seinen Mitbewerbern um Aufmerksamkeit, Anerkennung oder, nicht zu unterschätzen, finanzielle Mittel angemessen zu begegnen. Dennoch geht der Kampf der Erinnerungen, der vor allem um den Holocaust geführt wird, nicht ausschließlich auf die unterschiedlichen Zeiträume zurück, in denen die Kolonialverbrechen und der Holocaust im Westen öffentlich beachtet wurden. Wahrscheinlich ist es noch nicht einmal der zentrale Grund. Die Konzentration auf den Holocaust, die zum Teil zwanghafte Relativierung des Holocaust, steht zugleich im Zusammenhang mit der Spezifik des Holocaust selbst. Aufgrund der Erschütterung, die der Massenmord an den Juden Mitte der 40er Jahre zumindest kurzzeitig auslöste, orientierte sich sowohl der Straftatbestand des Verbrechens gegen die Menschheit, der für den Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess 1945-46 entwickelt wurde,
als auch die 1948 verabschiedete Genozidkonvention der Vereinten Nationen an der jüdischen Erfahrung. Um sie juristisch anwenden zu können, sowohl den Straftatbestand des Verbrechens gegen die Menschheit als auch die Genozidkonvention, um das Ganze juristisch anwenden zu können, wurden beide Konzepte allerdings vom Ursprungsereignis, vom Holocaust, losgelöst und verallgemeinert. Dennoch sind die Opfer anderer Massenverbrechen seither dazu gezwungen, ihre eigenen Erfahrungen zumindest indirekt mit der Vernichtung der europäischen Juden zu vergleichen. Mit diesem Vergleich, und damit nähere ich mich den zentralen Punkten, mit diesem Vergleich ist eine narzisstische Kränkung verbunden. Denn in dem Maß, in dem die instrumentelle Vernunft der modernen Gesellschaft durch den Holocaust nicht, wie durch andere Massenverbrechen, bis an ihre Grenzen ausgelotet wurde, sondern überschritten, traten, horribili dictu, auch die schrecklichsten Gräuel der Kolonialgeschichte epistemisch in seinen Schatten, epistemisch in den Schatten des Holocaust. Das gilt auch dann, wenn sie ihm in einigen Aspekten nahegekommen sein mögen. Das jüdische Leid wurde, wie Pascal Bruckner einmal schrieb, zum Richtmaß und die Shoah zu einem neue Maßstäbe setzenden Ereignis. Das heißt, es geht nicht auf bösen Willen nur zurück, sondern weil sich das Verbrechen epistemisch deutlich von anderen Verbrechen unterscheidet. Aus genau diesem Grund, weil der Holocaust aufgrund seiner Monstrosität andere Monstrositäten in seinen Schatten stellt und das auch noch in einer Zeit, in der die Vorstellung als Opfer zentral für das eigene Selbstverständnis wird. Aus genau diesem Grund wurde die Erinnerung an den Holocaust fast zwangsläufig zum Ärgernis und zugleich zum Gegenstand der Missgunst. Peter Novick sprach darum vor einigen Jahren völlig zu Recht von einem Holocaust-Neid, Edward Alexander vom Versuch einer Entwendung des Holocaust. Angesichts der begrenzten Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit ist nämlich nicht so groß, wie es gelegentlich getan wird, angesichts des Dranges nach Anerkennung des eigenen Leides und sicher auch aufgrund der geringen finanziellen Mittel, die für die Entschädigungsleistungen zur Verfügung gestellt werden, angesichts all dessen tendiert das postkoloniale Denken oft entweder dazu, die eigenen Diskriminierungserfahrungen zu verstärken oder die Dimensionen des Holocaust werden kleingeredet. Die Übertragung des eigenen Leides in die Sprache der Judenvernichtung, mit der postkoloniale und antirassistische Theoretiker regelmäßig aufwarten, leistet sogar beides Aneignung und Relativierung. Wie bei der Rede vom bengalischen Holocaust, bei der Rede vom Holocaust an den Schwarzen oder erst gestern vom Holocaust oder den 50 Holocausts an den Palästinensern. Die Übertragung des eigenen Leids in die Sprache der Judenvernichtung, darum handelt es sich nämlich, leistet beides Aneignung des Ereignisses für sich selbst und gleichzeitig Relativierung des Ereignisses. Darüber hinaus, und das scheint mir der zentrale Dreh- und Angelpunkt zu sein, alles andere war sind eher randständige Dinge, die zweifellos eine Bedeutung haben, zweifellos eine Rolle spielen, aber nicht ganz im Zentrum stehen. Im Zentrum steht etwas anderes. Im Zentrum steht Folgendes: Der Holocaust, oder anders die Spezifik des Holocaust, bringt ältere Töne des kollektiven Unbewussten, ältere Töne des antisemitischen Ressentiments zum Klingen. In genau diesen tiefen Schichten, und ich gehe gleich noch genauer darauf ein, in genau diesen tiefen Schichten dürfte die Hingabe begründet liegen, mit der postkoloniale Theoretiker und Aktivisten nicht nur den Holocaust relativieren, sondern auch den jüdischen Staat und das Judentum verurteilen, ihr Antisemitismus also. So gehört es bei vielen Vertretern des Postkolonialismus und des ideologischen Antirassismus zum guten Ton, von der Relativierung des Holocaust zum Frontalangriff auf das Zionist Narrative, wie es oft genannt wird, und den Staat Israel als jüdischen Staat überzugehen. Auch der Eifer, mit dem diese Angriffe auf Israel von westlichen Linken bagatellisiert, gerechtfertigt oder sogar unterstützt werden, ich habe am Anfang viele Beispiele genannt, all das dürfte hier seinen verborgenen Ausgangspunkt haben. Denn, und jetzt zu diesem Punkt, glaubt man Sigmund Freud, dann hat der Antisemitismus religionsgeschichtliche Ursprünge, die bis in die Entstehungsphase des Monotheismus zurückreichen. Der Antisemitismus, steht nicht zuletzt im Zusammenhang mit dem theologisch umstrittenen Motiv,
dass die Juden das auserwählte Volk Gottes seien. Ich wage die Behauptung, so Freud in der Mann Moses, dass die Eifersucht auf das Volk, welches sich für das erstgeborene, bevorzugte Kind Gottvaters ausgab, bei den anderen heute noch nicht überwunden ist, so als ob sie dem Anspruch Glauben geschenkt hätten. Ich wage die Behauptung, dass die Eifersucht auf das Volk, welches sich für das erstgeborene, bevorzugte Kind Gottvaters ausgab, bei den anderen heute noch nicht überwunden ist, so als ob sie dem Anspruch Glauben geschenkt hätten. Der Hass, die Missgunst und die Vorwürfe, die genau daraus resultierten, in der langen Geschichte des Antisemitismus und des Antijudaismus, der Hass, die Missgunst und die Vorwürfe, die aus genau diesen Motiven resultierten, kreisten regelmäßig um die Abschottung des Judentums gegenüber anderen Religionen, die Verweigerung der Konversion und den oft erst aufgezwungenen Verzicht auf Missionierung, sprich um die partikularistisch erscheinenden, auf diesem Erscheinen liegt meine Betonung, auf die partikularistisch erscheinenden Anteile des Judentums. Einige dieser Motive haben sich in den Postkolonialismus und den zur Ideologie erstarrten Antirassismus hinübergerettet, insbesondere dann, wenn sie, wie bei Edward Said oder Achille Mbembe, einem ehemaligen Dominikanerschüler, islamisch oder christlich imprägniert sind. Während das Judentum eine Religion der Ausschlusslogik sei, so heißt es exemplarisch beim Mbembe, habe sich das Christentum bemüht, den Ausschluss zu überwinden, den Unterschied zwischen Juden und Nichtjuden aufzuheben und jede Ausgrenzung aufgrund der ethnischen Herkunft für bedeutungslos zu erklären. Also Judentum als Religion der Ausgrenzung und Abschottung, Christentum als die Religion des Universalismus und der Integration, so die Behauptung Mbembes, damit ganz alte Vorstellungen der christlichen Judenfeindschaft aufgreifend. Durch den Holocaust nun wurde die theologische Vorstellung von der Auserwählung, auf die Mbembe hier anspielt, nun in negativer Weise ins Weltliche übertragen. Aus dem theologischen Bereich ins Weltliche. Die Juden wurden in schrecklicher Weise herausgestellt. Sie wurden, wie Horkheimer und Adorno in der Dialektik der Aufklärung bitter kommentierten, in der Tat das auserwählte Volk. Fast scheint es, als seien gerade dadurch auch die traditionellen Ressentiments gegen die partikularistisch erscheinenden Bestandteile des Judentums, der Neid und die Eifersucht auf ihre vermeintliche Besonderheit verdoppelt wurden. Der Holocaust wurde paradoxerweise zum Katalysator der alten und zur Quelle einer neuen Judenfeindschaft. Eines, wie einige Freunde und ich das vor sehr vielen Jahren mal genannt haben, eines Antisemitismus trotz und wegen Auschwitz. Auch deshalb ist der postkoloniale Blick auf Israel und den Holocaust oft ebenso eingeschränkt wie erstarrt. Neue Ressentiments treffen auf alte Idiosynkrasien und verstärken sich wechselseitig. Ich komme damit zum Schluss. Auch in Deutschland, die Entwicklung, die ich gerade oder bis jetzt gezeichnet habe, betrifft eher den großen, den internationalen Kontext, jetzt eher zu Deutschland. Auch in Deutschland dürfte das Verhältnis zum Postkolonialismus zunächst von einer Mischung aus Empörung über die Kolonialgräuel und schlechtem Gewissen geprägt sein, das aus der Besserstellung der früheren Ersten Welt resultiert. Dazu kommen mindestens zwei andere Dinge. Erstens, die allgemeine Konfusion, die die Linke nach dem Niedergang des Ostblocks befallen hat und die meines Erachtens immer noch nicht überwunden ist. In dieser allgemeinen Konfusion kommt der antirassistischen Ideologie die Funktion eines Rettungsankers vor, eines Rettungsankers, der davor bewahrt, über den Verlust der alten Gewissheiten nachdenken zu müssen. Allgemeine Ohnmacht, die daraus entsteht, wird mit dem Gefühl moralischer Überlegenheit kompensiert. Punkt 2 verbirgt sich hinter der deutschen Begeisterung oder der deutschen Anteilnahme am Postkolonialismus so etwas wie die Anlehnung an die Kraft, die, wie es bei Marx und Engels im Kommunistischen Manifest heißt, an die Kraft, die die Zukunft in den Händen trägt. Das soll heißen, damit es verstanden wird, das 19. Jahrhundert war ein europäisches Jahrhundert, das 20. Jahrhundert ein amerikanisches Jahrhundert, das 21. Jahrhundert wird weder ein amerikanisches noch ein europäisches Jahrhundert sein, sondern mindestens ein asiatisches Zeitalter. Anlehnung an die Kraft, die die Zukunft in den Händen hält. Der zentrale Dreh- und Angelpunkt des deutschen Verhältnisses für des deutschen Verständnisses für die postkoloniale Relativierung des Holocaust und
Die Delegitimierung Israels ist trotzdem nicht die weltpolitische Kräfteverschiebung vom Atlantik auf den Pazifik. Er ist stattdessen in der deutschen Nationalgeschichte zu suchen. Die Verdrängung von Auschwitz ist in Deutschland, anders als in vielen Staaten des sogenannten globalen Südens, gerade kein Ausdruck von Opferkonkurrenz, sondern von verborgener Schuldabwehr. Sie kreist weniger um die Opfer des Kolonialismus als um die Täter des Nationalsozialismus. Der Mechanismus ist einfach. Wenn nicht mehr von den jüdischen Opfern des deutschen Vernichtungswahnes gesprochen wird, dann müssen auch die Täter nicht mehr erwähnt werden, zu denen es in Deutschland auch mehr als 70 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz noch die vielfältigsten familiären, institutionellen und intellektuellen Verbindungen gibt. Keine Frage, die deutsche Erinnerungskultur, Moment. Die deutsche Erinnerungskultur basierte spätestens seit dem Regierungsantritt der Rot-Grünen Koalition 1998 nicht mehr auf der Abwehr der deutschen Schuld, sondern auf dem Bekenntnis zur deutschen Schuld. Es gibt keine deutsche Identität ohne Auschwitz, erklärte, ein Beispiel von vielen, der frühere Bundespräsident Joachim Gauck vor einigen Jahren ganz exemplarisch. Hinter diesem Bekenntnis zu Auschwitz verbirgt sich allerdings nicht zuletzt das Bedürfnis nach nationalem Selbstbewusstsein. Dafür sprechen zumindest der Geltungsdrang, der aus vielen Gedenkreden spricht, und die Leichtigkeit, mit der dort von der Schuld von gestern zur deutschen Verantwortung für die Welt von morgen übergegangen wird. Ein Beispiel: Außenminister Heiko Maas, der vorherige Außenminister, erklärte vor einigen Jahren ganz exemplarisch bei einem Besuch der Gedenkstätte Auschwitz, ich zitiere ihn: Aus dem Vermächtnis der Opfer erwächst Deutschlands Verantwortung, für die unantastbare Würde des Menschen einzustehen. Überall und jeden Tag. Diese Verantwortung endet nie. Wenn man sich dieses Zitat ideologiekritisch und sprachkritisch einmal anschauen würde, genauer, dann würde man relativ schnell mitbekommen, es geht hier gar nicht um die Vergangenheit, sondern hier werden Ansprüche für die Rolle Deutschlands in der Zukunft angemeldet. Hier geht es um deutsche Ansprüche, nicht mit Blick nach hinten, sondern mit Blick nach vorn. Das heißt, hier geht es um das Bedürfnis nach nationalem Selbstbewusstsein, das in die Zukunft gerichtet ist. Das also seit dem Regierungsantritt von Rot-Grün lange Zeit so etwas wie der Kern oder die Stoßrichtung der deutschen Vergangenheitspolitik. Schon während des Historikerstreits der 80er Jahre, der als eine der Urszenen des Übergangs von der erinnerungspolitischen Schuldabwehr zum öffentlichen Schuldbekenntnis, siehe Maas, betrachtet werden kann, schon damals kritisierte Jürgen Habermas, der große Gegenspieler Ernst Noltes, nicht allein die Geschichtsklitterung seiner rechtskonservativen Kollegen und Gegner, sondern er reagierte auf Ernst Noltes Suche nach einem nationalen Selbst mit einem eigenen Konzept der deutschen Identitätsbildung. Anders als es manchmal behauptet wird, beschränkte sich Habermas dabei allerdings nicht auf den berühmten Verfassungspatriotismus, dem er, Habermas, im Gegenteil selbst nicht so recht zu glauben schien oder zu trauen schien. Habermas setzte zugleich auf etwas, und das ist so der Ursprungspunkt dessen, was ich gerade von Heiko Maas vorgelesen habe. Habermas setzte zugleich auf etwas, das bald stilbildend für die deutsche Erinnerungskultur wurde, nämlich das kritische Bekenntnis zur deutschen Geschichte. Nach Auschwitz, so heißt es deshalb in Habermas abschließendem Kommentar zum Historikerstreit, nach Auschwitz können wir nationales Selbstbewusstsein allein aus den besseren Traditionen unserer nicht unbesehen, sondern kritisch angeeigneten Geschichte schöpfen. Wir müssen zu unseren Traditionen stehen, wenn wir uns nicht selbst verleugnen wollen. Wir müssen zu unseren Traditionen stehen, wenn wir uns nicht selbst verleugnen wollen. In diesem Versuch der kritischen Aneignung der deutschen Geschichte drückte sich mindestens ein fragwürdiges Geschichtsbewusstsein aus. Denn noch unverfrorener als die Verharmlosung der Vergangenheit, wie sie von konservativer Seite betrieben wurde, noch unverfrorener als die Verharmlosung der Vergangenheit, so schrieb Wolfgang Port damals, ist nur der Wille, aus einer nicht verharmlosten Vergangenheit nationales Selbstbewusstsein zu schöpfen. Noch unverfrorener als die Verharmlosung der Vergangenheit ist nur der Wille, aus einer nicht verharmlosten Vergangenheit nationales Selbstbewusstsein zu schöpfen. Vor allem aber, und um diesen Punkt geht es mir, ist dieser Versuch, aus einer nicht verharmlosten Vergangenheit nationales Selbstbewusstsein zu schöpfen, ist dieser Versuch zum Scheitern verurteilt.
das funktioniert einfach nicht auf Dauer. Denn auch wenn der Holocaust regelmäßig für die nationale Sinnstiftung bemüht wurde und wird, sperrt er sich in letzter Konsequenz dagegen. Schon der Verweis auf seine Präzedenzlosigkeit, der nötig ist, um den Holocaust politisch instrumentalisieren zu können, schon dieser Verweis auf die Präzedenzlosigkeit des Holocaust konterkariert den Versuch, eine positive Identität daraus abzuleiten. Ganz einfach, wenn die Tat so monströs war, woher soll dann der Stolz kommen, ohne den kein Patriotismus, wie er auch immer er aussehen mag, auskommt? Selbst wenn dieser Stolz auf die Aufarbeitung der Vergangenheit verschoben wird, was einige Zeit üblich war, selbst wenn also dieser Stolz auf die Aufarbeitung der Vergangenheit verschoben wird, wir kennen alle Sigmar Gabriels, ich bin stolz auf die deutsche Aufarbeitung der Geschichte, selbst wenn das also passiert, selbst dann ist die Grundlage dieses Stolzes die Vernichtung. Die Voraussetzung der historisch beispiellosen Aufarbeitung der Vergangenheit, von der auch Angela Merkel gern gesprochen hat, die Voraussetzung der historisch beispiellosen Aufarbeitung der Vergangenheit bleibt das historisch beispiellose Massenverbrechen. So entsteht trotz des vorgeblichen Bekenntnisses zu Auschwitz und zur deutschen Schuld immer wieder der Drang, das Verbrechen doch noch loszuwerden. Sei es durch Kleinreden in eigener Sache, sei es in vermittelter Form, wie im Fall der Verharmlosung der postkolonialen Holocaust-Relativierung. Das Gleiche gilt für den jüdischen Staat. Er steht dem Bedürfnis nach nationaler Identität ebenfalls im Weg, weil er durch seine bloße Existenz an die deutschen Verbrechen erinnert. Wer von Israel spricht, thematisiert, ob er will oder nicht, den Holocaust. Auschwitz ist sowohl der Grund, warum die Bundesregierung das Existenzrecht Israels zur deutschen Staatsräson erklärte, als auch der Antrieb dafür, dass der jüdische Staat immer wieder mit Aggressionen überzogen wird, teilweise sogar von denselben Personen und vollkommen unabhängig von seiner konkreten Politik, die lediglich die Gelegenheitsstrukturen für die eigenen Aggressionen bietet. Das heißt, die Widersprüche und das regelmäßige Changieren zwischen Schuldbekenntnis und Schuldabwehr, das die deutsche Erinnerungskultur prägt, diese Widersprüche gehen weder auf mangelnde Konsequenz noch auf fehlenden guten Willen zurück. Das Umschlagen vom Beharren auf der Präzedenzlosigkeit des Holocaust in die Verharmlosung des Holocaust, wie wir es in den gegenwärtigen Debatten um den Postkolonialismus erleben, ist schon im Versuch angelegt, nationales Selbstbewusstsein aus der deutschen Vergangenheit zu ziehen. Es verdeutlicht, und damit bin ich tatsächlich am Ende angekommen, es verdeutlicht, wie Wolfgang Purt während des Historikerstreits der 80er Jahre schrieb, vor allem zwei Dinge. Erstens die Aporien und zweitens die prinzipielle Ausweglosigkeit eines deutschen Nationalismus nach Auschwitz, der gelegentlich auch im antinationalen Gewand auftreten kann. Vielen Dank.